Ich mag Tari, ich koche heute leckere Pasta, kinderleicht, eine schnelle Nummer. Jeder, der das mal gerade so aus dem Stegreis machen will, zeige ich euch heute, wie es geht. Pasta, lecker, schmeckt. Ich werde euch gleich die Zutaten dann vorstellen. Pasta aus Napoli. Italiener machen es halt am besten. So, Salam alaikum, du kennst Fusch, Pasta. Also, ich mische den Pasta, ja, mische das Regger. Machen wir das Forschen, Technik, die Hedda, mit der Josen, Fifa, der Riri, Kuschik, Jawahdes, und schade, Kinder, Kimmel, das Forschen, Partage, Schokran. Also, bleibt dran, Dankeschön, ich werde euch jetzt die Zutaten vorstellen. Luki, Luki, da bin ich wieder, ich stelle euch meine Zutaten vor. Ja, ich habe hier die Pasta, mein Olivenöl aus Griechenland, danke an Mitkas, mein Freund, der mir hier das Olivenöl gebracht hat. Wir haben hier eine Zitrone, Champignons, Knoblauchzehe, Tomate und, um die Sache ein bisschen pikant zu machen, eine rote Peperoni. Ja, wir brauchen hier Wasser für die Nudeln und dann kann es losgehen. Also Freunde der Sonne, Step by Step, schön zuschauen. Hier war es eine Konstellation, gell? Nudeln aus Italien, Olivenöl aus Griechenland, ja, und der Koch Marokkaner. Super, fängt schon gut an. Wir lassen hier das Wasser kochen. Natürlich wird dann hier Salz reinkommen. Unsere Nudeln sind in Position. Ich habe hier Knoblauch ganz klein gehackt und die Stiele von den Champignons. Dann wird gleich die Pfanne erhitzt und wir legen erstmal die Champignons rein. Salz für die Nudeln ins Wasser. So, kommen die Nudeln rein. Jetzt erhitzen wir die Pfanne. Geben wir ein bisschen Olivenöl rein. Ganz leicht. Und lassen dann drinnen die Champignons anbraten. Immer schön wenden. Champignons kommen rein. Schön anbraten lassen. Immer schön wenden alles, damit sie nicht anbrennen. Dann ein bisschen mit der Stufe runtergehen auf mittlere Hitze. So, wir schmeißen dann noch ein paar Nüsse rein und Erdnüsse. Diese Aromen vermischen sich mit den Champignons und das passt einfach zusammen. Einfach lecker. Immer schön umschwenken, umrühren, wie man das so nennt, gell? Damit hier nichts verbrennt. So, wir werden die Champignons gleich rausholen. Und dann kommen die Stiele rein und der Knoblauch, die ich ganz klein gehackt habe, die kommen dann wieder da rein. Und warte, bis unsere Nudeln fertig sind. Die werden dann später hier in der schönen Soße, die dann durch dieses Champignon und dem Olivenöl und den Nüssen und das alles drum und dran entsteht. Ganz einfach. So, meine Champignons kommen jetzt hier rein. Und tschüss, und es geht gleich wieder weiter. Wir schmeißen jetzt unsere Stiele und den Knoblauch da rein und lassen das nochmal separat
anbringen. Kommt schön der Chili dazu. Meine Peperoni. Und wir mischen das nochmal alles. Das sind wie gesagt die Knoblauchstiele mit meine zerhackte Knoblauchzehe. Wir schneiden unsere Tomaten klein und tun die auch dazu. Kochen mit Liebe, Zeit lassen, Freunde der Sonne. Also wie gesagt, ich koche und nehme gleichzeitig auf und stelle die Videos immer peu an peu rein, damit ihr Bescheid wisst, ich schneide nichts, weil dafür habe ich keine Zeit, dafür mache ich andere Dinge. Tomaten sind jetzt drin und dazu vermischen. Meine Nudeln sind gleich fertig und die kommen dann rein, dann seht ihr genau, wie es weitergeht. So, Freunde der Sonne, ich habe hier Pesto aufgepasst. Wir geben jetzt hier einen schönen Schuss rein. Eins und so, eineinhalb so, okay? Eineinhalb. Meine Zitrone gebe ich mit rein. Meine Champignons mit den Nüssen. Und wir geben die Nudeln rein und da ist ein bisschen das Kochwasser auch dabei. Jetzt das Ganze vermischen. Ein Traum. Was für Aromen, ne? Eine Minute und es kann angerichtet werden, Freunde der Sonne. So, Freunde, so sieht mein Teller aus. Jetzt noch ein bisschen Basilikum hier rein. Zack. So, Freunde der Sonne. Jetzt noch ein bisschen Käse rein. Ganz große Kunst ist das hier. Mit viel Liebe. Nicht einfach kochen. Das heißt kochen, reden, aufnehmen, alles in einem. Guten Appetit! So, Kunstwerk. Ja. Und jetzt noch Käse drauf und dann haben wir es geschafft.